Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, ich freue mich, Sie und euch zur Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt aus Brüssel im Burgtheater begrüßen zu können. Heute wird der einzige deutsche Film dieser europäischen Filmreihe gezeigt. Mit Wir sind jung, wir sind stark hat die Friedrich-Ebert-Stiftung einen hervorragenden Film ausgewählt, der nur zu gut in unsere heutige Zeit passt. Dieser Film erzählt die fiktive Geschichte einer Gruppe arbeitsloser Jugendlicher aus der Siedlung Rostock-Lichtenhagen, die den fremdenfeindlichen Pogrom im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen miterlebt haben. Ich war selber damals Jugendlicher, bin in Güstrow zur Schule gegangen, nicht weit von Rostock, war selber damals bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus mit auf der Straße. Auch heute ist Rechtsextremismus und Rechtspopulismus nicht nur ein deutsches Problem. Als Europaabgeordnete erlebe ich auch im Parlament tagtäglich ausländerfeindliche Äußerungen, beispielsweise von der Front National, der AfD, aber auch der faschistischen Golden Morgenröte aus Griechenland. Diesen allen muss der politische Kampf ganz klar angesagt werden. Wenn nach ihrem Willen Menschen einer Religion in unserem Land oder in Europa nicht gleichberechtigt behandelt werden sollen. Natürlich ist der Islam wie andere Religionen in unserem Land mit dem Grundgesetz und in Europa mit den europäischen Grundwerten vereinbar. Die AfD zieht, wie es aussieht, mittlerweile mit der Pegida gleich. Sie ist damit keineswegs liberal oder patriotisch, wie Teile der AfD ihre Partei noch immer in der Öffentlichkeit verorten wollen. Ich wünsche nun ein spannendes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion im Nachgang mit David Begrich vom Miteinander e.V., bei der ich sehr, sehr gerne dabei gewesen wäre. Und nun Film ab und viele Grüße aus dem Europaparlament hier in Brüssel, euer Annelies.